Das ist geil. Oscar für bester Schauspieler um links. Ey, ich finde den so cringe. Ich finde den so cringe, Alter, den Zelensky-Junge. Aber das ist es. Auch Beauty, hier nochmal auf Beauty achten. Miss Greater Derry, da ist sie unten. Weißt du, es gibt ja original fuckable Ladyboys. So, also no homo, no homo. Oder sagen wir mal so, wo man sagen würde, okay, also wenn ich jetzt eine Knarre am Kopf hätte, ich könnte es. Aber jetzt original so eine, alle Frauen sind schön, Person. Und da des Kaisers neue Kleider, das war so Endlevel letzte Woche, das war so Endlevel. Das Gelüge, dieses Gelüge, diese Wahnvorstellungen, in denen wir leben. Das ist so krass. Da habe ich auch noch ein, zwei Sachen Nachträge zu. Genau, das ist es. Das ist die NPC-Welt. Das ist The Matrix. The Matrix. Genau. Es gibt ja so Miss World-Transen, die so komplett eigentlich aussehen wie so Manga-Comics. Also, wo man sagen würde, ja, okay, es ist zwar auch irgendwie eine Karikatur, aber es sieht irgendwie comic-mäßig weiblich aus. Aber das hier, was ist das? Hey, Hanky the Christmas Poo, Junge. Yo, das ist auf jeden Fall The Matrix. The Matrix in einem Bild. So, hier, ich glaube, das hat mir der Jan zugeschickt. Genau. Wisst ihr, was eure Kinder in der Schule lernen? Ich hoffe, ihr macht eure Kinder stark. Macht ihr, ne? Ihr richtet eure Kinder ab. Ihr seid ja Teil einer Sekte und eure Kinder haben Eltern, die in einer Sekte sind. Und ich hoffe, ihr bringt denen alles mit auf den Weg. Wir sind Neo-Scientology. Und wir bereiten unsere Kinder, unsere Jugend, hierauf vor. Ey, obwohl original, die uns komplett durchindoktrinieren, von der Schule an, vom Kindergarten an. Schulen sind gemacht, um Männer zu brechen, sage ich euch klipp und klar. Das Schulsystem ist designed auf Compliance. Um Männer zu brechen, Jungs zu brechen, ist das Schulsystem. Und um die Leute durch zu indoktrinieren. Und damit die Kids verwahrt sind, damit die Eltern, damit alle arbeiten gehen können in ihren Clownberufen. So, okkulte und libertäre Erziehung, Just. Team Römer. Ja, Monique, du auch. Ich wette, du gibst deinem Sohn auch die richtigen Sachen mit auf den Weg. Auch Sparkassenmensch, auch. Einfach, ihr könnt nicht, tut mir einen Gefallen, ihr könnt euch nicht komplett raushalten, so nach dem Motto, wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Macht ihr nicht. Aber habe ich oft gehört, so dieses, ja, ich will die ja auch nicht mit meiner Ideologie indoktrinieren und so weiter. Doch. Ihr könnt ihn nicht unvorbereitet da reingehen lassen. Komplett unvorbereitet. Ihr müsst sie nicht wild machen, aber bitte gebt ihnen freies Denken mit auf den Weg, dass sie in der Lage sind, Sachen zu hinterfragen. Nur das. Hier, fit gegen Fakes. Mhm. Holt die Handys raus, wir spielen einen Quiz. Schlägereien sind okay. Für Jungs ist es okay. Gib keinen Ärger. Gib keinen Ärger zu Hause, wenn du dich geboxt hast. Schlägerei welcome, nice. Hol die Handys raus, wir spielen ein Quiz. Stellen Sie sich vor, der Einstieg in ein Thema wie Recherche und Fake News. Ey, Junge. erfolgt spielerisch. Spielerisch, die werden spielerisch auf Fakten checken, ob die wohl zu Faktencheckern ausgebildet werden, Junge. Was wäre, wenn so ein einfacher Satz die Neugier der bei Schülersternchen innen? Ist das krass, wie die Schule mittlerweile ist? Ey, ich komme nicht klar, ey. Alter. Es war, glaube ich, aber immer so. Es war immer so, nur jetzt mittlerweile, es ist komplett offen. Die sind komplett offen rechts, Alter. Und sie allein schon wegen Einsatzes ihrer Smartphones bereit sind, aktiv mitzumachen. Es werden original kleine Faktenchecker ausgebildet. Jungs sind stark, Mädchen essen Salat, geil. Schöne Grüße an deinen Sohn Luis, der an einem ganz besonderen Tag Geburtstag hat. Im Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie das Thema Fake News, wird immer schlimmer mit den Fake News, in der Klassen 7 bis 11 mobile Endgeräte innovativ angehen, komplette Clownsprache, da werden sie abgerichtet, Junge.
Ey, geil, Lazenlot ist ja gerade erst aus der Schule draußen. Wie geil ist es? Ich habe in der Schule ein Referat gehalten, dass der ÖRR genauso seriös ist wie RT Deutsch und es wurde sehr gut bewertet. Ich glaube, der Lehrer war libertär. Lazenlot, das geht. Ey, ich finde das so geil. Ich finde das so geil, dass ich noch relevant bin bei den jungen Leuten, dass hier so junge Kids sind. Gestern schrieb mir einer, der ist gerade 20 geworden und da Etherbox Ehrenfeld Pullover und alles. Wie geil ist es, ey? Ob ich wohl ein Vorbild bin? Ist so. Ist so. Ja, wir nehmen den nicht ernst, Manuel. Du hast recht. Aber die Norm, die, bei den NPCs ist das die Realität. Das ist deren. Die sind in der Matrix. Die sind in der Matrix. Ihr müsst nicht weiterlesen. Ihr müsst es aber wissen. Ihr müsst es wissen. Ihr müsst es wissen. Warum spielerisches Lernen wichtig ist und Spaß macht. Pass auf. Actionbound Quiz Tool Actionbound. Ist immer so geil, ey. Ey, coole Pädagogik, ne? Warte hier, jetzt kommt's. Hier, Inhalte. Möglicher Unterrichtsablauf, Integration, Online-Kurs, Fake-Profile und radikale Meinungen im Netz. Fake-Profile und radikale Meinungen. Ja, Junge, es ist alles umgekehrt. Es ist mal wieder alles umgekehrt. Genau. Yo, Fake-Profile und radikale Meinungen. Tja, Okkult und Libertär, das sind wir. Nachtrag, machen wir nicht viel. Nachtrag zu den Midterms, aber einfach mal, dass ihr es seht. Ihr kennt ja diese Karten. Nur das fand ich jetzt geil mit diesem 3D noch. Ne? Diese Shitholes, diese paar blauen Shithole-Städte regieren über das ganze Land. Über das ganze Land. Das Land ist rot. Das Land ist republikanisch. Und das ist eigentlich, es wird ja immer so gesagt, ja, es müsste ja aber echte Demokratie wäre, wenn die Mehrheit und so weiter. Das ist eigentlich ein. Es ist krass, wie die Gründerväter sich dieses System überlegt haben, damit die Städter nicht über die Leute auf dem Land regieren können. Und das ist eigentlich wirklich, wenn man eh schon Demokratie möchte oder so eine Art, so eine Form davon, ist es eigentlich ein wesentlich besseres System als das, was wir hier haben. Wo ich auch sage, wenn 20 Millionen Leute irgendwas nicht wollen, trotzdem die Mehrheit das aber will und 20 Millionen Leute wollen es nicht, ist das dann Demokratie? Oder ist das dann Demokratie, aber ist das dann gut? Ist das fair? Ist das keine Tyrannei, was weiß ich, in Deutschland 20 Millionen Leute, die etwas nicht möchten, zu etwas zu zwingen, nur weil noch mehr Verklatschte das wollen? Und das hier ist sehr, sehr verdeutlichend. Ja. Ja, ist so. Ist so. Monique, aber bei uns ist ja jede Stimme zählt ja gleich. Bei uns ist ja jede Stimme zählt gleich. Die auf dem Dorf und die hier. Die Amerikaner, auch wenn es auch nicht perfekt ist, aber die hatten sich ein System überlegt, dass sie gesagt haben, es kann nicht sein, die haben das mit den Wahlmännern, ne? Dass du quasi, dass nicht die Städte, jetzt tun sie es, aber dass das schwerer ist, dass die Städte einfach so über die Landbevölkerung herrschen können. Und das haben wir hier so nicht. So, hier gibt es noch so ein Ding, genau. Da siehst du es zum Beispiel, ne? Ohio. Beispiel Ohio war auch so das Zünglein an der Waage bei den Wahlen, bei den beiden Präsidentschaftswahlen. Und da siehst du es. They think they are better than you. Und das ist das Mindset der Blue Anons, der Blauen. Da siehst du es. In den Städten, der Rest ist rot. Alle restlichen Counties sind rot. Und so reden die über uns. So denken die über uns. This is Ohio. The blue areas are where there are fun and interesting things to do. The red area is where the corn is. Pure, komplett elitär, komplette Arroganz und in Shithole-Städten lebend und das aber komplett unter Wahnvorstellungen wahrnehmen, dass es da fun wäre. Obdach, Tauben, Kriminalität, ja, you name it, ne? So sieht's aus, so sieht's aus und so denken die über uns, ja. Die denken, die sind was Besseres und das sehen wir auch gleich bei diesem Relotius-Artikel über Tesla. Wenn wir dann auf einmal uns für Tesla interessieren, das passt ihnen nicht. Sie sind elitär. Sie wollen auch nicht uns überzeugen. Sie wollen auch nicht, dass wir in ihre Blue Anon-Sekte reinkommen. Sie wollen uns eigentlich weghaben. Schreibt Lazenlot noch, ich bin zum Glück Early Zoomer
Unter meinem Jahrgang nahm die Anzahl von verhaltensauffälligen Personen exponentiell zu. Ja, ich glaube ja auch, dass bei den Zoomern die Hälfte auch Schrott ist. Aber bei uns, aber die andere Hälfte ist komplett based. Und das hast du bei Millennials zum Beispiel nicht so. Da ist wirklich die Mehrheit Schrott. Oder selbst Gen X und so weiter. Nur bei Gen X habe ich auch noch so das Gefühl, die, die based sind, die sind auch todesbased. Wir sind ja aufgewachsen mit, da war ja das alles, Kalter Krieg, mit Rocky IV. Sind wir ja, Rocky IV, und wenn die Atombombe fällt, dann hieß es ja damals schon alles. Und No Future, aber auch Cocaine und Jetskis. Also Synthwave bezieht sich ja auf unsere Kindheit, auf die 80s, Miami Vice und so weiter. Also das ist ja alles auch sehr prägend gewesen. Und keiner hatte ein Fahrradhelm an. Und dann kamen die Millennials, keine Ahnung von nix, Fahrradhelm auf. Und dann kamen die Zoomers, die sind mit den Memes aufgewachsen, ja. Ist so. Ja. Die Millennials sind jetzt eure Lehrer, ne? Oh Gott, ey. Kommt zu den Rotfunk-Lügnern der Woche. Er ist ja wirklich der Rotfunk-Ritter-Restle schlechthin. Komplett krasser Typ. Ich glaube, der glaubt wirklich seinen eigenen Scheiß. Der ist so lost. Das ist richtig krass. Das ewige Gerede im ÖRR werde kein breites Meinungsspektrum abgebildet. Offenbar haben alle, die das hier anderswo ständig wiederholen, nie Lanz, Plasberg oder Maischberger oder Illner geschaut. Ja, da sieht man es ja. Und jetzt kommt's, der letzte Satz. Der letzte Satz ist der Knaller. Weil, genau, wohl noch nie Lanz, Plasberg, Maischberger oder Illner geschaut. Ja, Defizite gibt's, weil jetzt kommt das Clownwort diverser. Diverser. Das ist nämlich, natürlich muss der ÖRR diverser werden. Damit meint der ja aber nicht, dass jetzt ich da eine Sendung kriegen soll. Ey, ob es wohl diverser werden muss. Diese Leute und ihre Clownsprache, das ist so krass, ey. Das sind ja komplett erfundene Worte. Divers, Alter. Divers! Das Wort gab es vor 10 Jahren nicht. GTA Vice City. Ja, der Punkt ist, ich hab's erlebt. Damals. Ich wollte Miami Vice im Fernsehen gucken, ich durfte es nicht. Und GTA Vice City ist ja Miami Vice im Prinzip. Mhm. Genau, Karl Rauthausen, Junge. Ey, böse Rollis, Junge. Das sind jetzt die Kacks und die NPCs der Woche. Ist viel Twitter, aber ich habe die Highlights für euch gescreenshottet oder halt Screenshots rausgesucht. So. Sag mal hier, Ansage. Ey, ob die wohl Ansagen am raushauen sind, die NPCs, Junge. Das Schreitaste an. Einzig Richtige mit Covid ist, es nicht zu bekommen. Ey, lacht ihr? Müsst ihr nicht auch lachen den ganzen Tag? Bitte. Monique, tu mir einen Gefallen. Sei nie wieder schlechter drauf. Nie wieder. Lass das. Ich schwöre. We're all gonna make it. Ich schwöre es, das ist halt jetzt hier a rough patch. Aber guck dir diese Leute an. Die nehmen sich doch selbst aus dem Genpool raus. Eure Kinder oder die Kinder vom Louis werden damit nichts mehr zu tun haben. Wag me. Glaubt's mir. So. Wenn es dennoch passiert, ist es das einzig Richtige, es nicht erneut zu bekommen. Warum? Weil jede einzelne Infektion... Ich hasse das. Wisst ihr, der einzige Grund, warum die Klingel an ist? Der einzige. Ist der Big Mike. Weil der immer sagt, ich muss die Klingel anmachen. Ob die wohl klingelt? Warte. Jungs, keine Spoiler. Scheiße, ich muss mal gerade dahin. Ihr habt es jetzt alle schon gelesen. Also, Dr. Med, Hanke Schlaffers, hier... Ansagen am Verteilen, Blutgefäßen, Hashtag in jedem Alter, Ansage Ende. Tatjana,
Wir haben uns infiziert, weil sich jemand beim Ausflug draußen bei starkem Wind an einer Stelle, an der man schlecht ausweichen konnte, circa 2 Meter neben uns gestellt hat und gehustet hat. Leider ist es schwer, dem Virus zu entkommen in so einer rücksichtslosen Gesellschaft. Ist das krass? Oh, ist das krass, Junge. Ey, draußen laufen Leute mit Maske rum, Alter. Ich habe eben noch welche mit Maske gesehen. Und Maske auf und dann in die Sparkasse rein. Tatjanas. Hier, pass auf. Infiziert, sie konnte nichts dafür, sie wollte sich entscheiden. Er hatte ja Ansagen gemacht. Ey, Gänsehaut, Junge. Bei einem Ausflug draußen bei starkem Wind an einer Stelle, an der man schlecht ausweichen konnte, 2 Meter neben uns gestellt. Und stark gehustet hat. Ah, ist das geil, Junge. Hätte ich sein können. Could have been me. Ey, ich liebe es. Monique, du liebst es doch auch. Und ob du es liebst. Das ist herrlich, Alter. Ja, ey, Big Mike, bist du noch da? Wer ist er hier eigentlich? Den kenne ich doch auch. Hubert Aiwanger. Wer ist er? Ist er Auergeil oder nicht? Bayerischer Ministerpräsident? Ey, jetzt pass auf. Ey, wir sind so Avantgarde. Lest euch das mal bitte durch. Ob der wohl Etavox Ehrenfeld hört? Hubert Aiwanger, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Andersrum. Meistens arbeiten Herbert und Lothar praktisch in dem Gebiet. Beispiel Pflege, werden's aber nicht gehört. Wenn Pflegeexperten wie Heiner Lauterbach Fehlentscheidungen treffen. Ey, Herbert, Lothar oder Heiner? Ey, Junge, ohne Scheiß, ob der wohl unser Heiner Lauterbach-Meme geklaut hat? Ey, irgendwelche bayerischen Spitzenpolitiker? Ja, aber ey, Monique, ey, wir haben, das Heiner Lauterbach kommt von uns. Das mit dem Heiner Lauterbach kommt von uns. Ey, ist das krass, Junge. Ey, ich liebe uns. Ja, was heißt, wusstest du zuerst? Ich schwöre, Big Mike, ich schwöre, Schmetterlingseffekt. Etavox Ehrenfeld, okkult-libertärer Schmetterlingseffekt. Wir haben es paar Mal, Monique hat's auch schon gepostet. Heiner hier, Heiner da, das kommt. Das ist doch kein Versprecher, hier ist doch zweimal Heiner drin. Es ist doch zweimal Heiner hier drin. Monique, keine Pointshits, kein Buzz Killington. Das war kein Versprecher. Der hat das von uns. Ich schwöre, das ist der Etavox Ehrenfeld Schmetterlingseffekt. Bitte, macht es mir nicht madig hier. So, oi, Roggi. Genau, das hier ist ja natürlich ganz wichtig. Nancy Faeser, Hexen, diese Satanistin, Alter. What could possibly go wrong? Islam is right about women. Warum haben wir die auf die Pferde gelassen, diese Weiber? Gibt die Heiner-Ultras, ja, ne? Moment, was war denn das nochmal? Egal. Roggi, Podcast wann? So, weil für eure Sicherheit ist es verboten, mehr als 10.000 Euro Bargeld zu besitzen. Ist das krass? Ich schwöre euch, Brave New Clown World, die hören nicht auf, aber lasst euch nichts erzählen. Freedom Traps, denkt an die Freedom Traps, findet Lösungen für euch, legal. Legal. Ich gehe über Rot. Ich sag's nur so viel. Ich gehe über Rot. Lasst euch bloß nicht blackpillen von so einer Scheiße. Nee. Aber ihr seht, was die wollen. Ihr seht, was die vorhaben. Ich hatte hier noch was. Habe ich das hochgeladen oder nicht eben? Ich glaube, die wollen ja auch und natürlich auch schon wieder. Ey, ich lieb, by the way, Frank Lukas. Frank Lukas Shitpost auf Twitter. Ich mach's mal gerade an hier. Die wollen alles, was selbstbestimmtes Leben ermöglicht,
selbstbestimmte Freiheit, selbstbestimmter Spaß. Das wollen sie uns alles wegnehmen. Aber es wird nicht funktionieren. Wo hat Frank Lukas? Warte mal, ich habe doch Frank Lukas. Ach ja, Frank Lukas hat die geilsten Shitposts. Der hat ein richtiges Erwachen auf Twitter. Der kommentiert. Shit-Kommentare macht er. Das ist wie ein Krieg kaum auszuhalten. Hier, das wollen die nämlich auch. Böllern an Silvester, Gewerkschaft der Polizei. Gewerkschaft der Polizei, danke, Freund und Helfer. Verbot privater Feuerwerke, umweltschädlich, das ist überhaupt das, die arme Umwelt, gefährlich, wir bezahlen doch, räum auf! Irgendwelche faulen Schweine, kriegt irgendein öffentlich-rechtliches Gehalt dann, 14 Gehälter, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Gefahrenzulage und dann räum auf! 40 Urlaubstage, frei um 13 Uhr und dann räum auf! Zwischen 8 und 13 Uhr. Hier. Umweltschädlich, gefährlich belaste Menschen wie Tiere. Menschen und Tiere psychisch und physisch. Ey, wenn es einen Menschen gibt, der nicht klarkommt auf Silvester, weil der dann psychisch belastet ist, oder sein scheiß Viech, dann zieh aufs Land, Alter. Zieh aufs Land und nicht in die Stadt und verbiete nicht allen ihr bisschen Spaß. Kann wohl nicht wahr sein. Wenn du ein Vieh hast und in der Stadt wohnst und das Vieh kommt auf die Stadt einen Tag im Jahr nicht klar, never gonna make it, Alter. Und du, wenn du selber einen psychischen Schaden kriegst von Silvester, dann, ich sag nicht, dass es dir gefallen muss. Sag ich nicht. Ich hatte auch den Johnny hier, da hat es auch Piff Puff draußen gemacht. Den hat es gar nicht gejuckt. Wenn dein Viech nicht klarkommt, miete dich eine Nacht auf dem Land ein, auf einem Bauernhof. Einen Tag im Jahr. Ey, bleib zu Hause, mach die Fenster zu Ende. Die Tiere psychisch und physisch. Weil der Hamster nicht klarkommt, Alter. Und wenn du original ein Mensch bist, der nicht klarkommt, dann auch, dann ist komplett Game Over, Alter. Was geht? Also im Sinne von, was wird noch alles abgeschafft? Aber auch hier, das sind Freedom Traps. Sie wollen ja original private Feuerwerke. Privat. Genau, hier auch starke, selbstbewusste Powerfrau. Nice one, Marco. Starke und selbstbewusst. Den Johnny juckt's gar nicht. Und das ist ein zarter, schöner, richtig schöner Kater ist das. Und wenn ein Viech nicht klarkommt, dann weiß ich nicht. Ey, als ob das Vieh dann bleibende Schäden hätte, wenn du die Fenster zu Hause zu hast. Yo. Die Frau aus Stahl, das ist mal eine selbstbewusste Powerfrau. Stark und unabhängig. Also auch keine weitere Punchline, ob diese Alte komplett ohne Lippen wohl eine Frau aus Stahl ist? Okay. Jetzt stellt euch mal vor, die würde euch einen blasen. Wie schlecht wäre das? Mit diesem unsexuellen Mund. Mit diesem unschönen Mund. Das ist ja mit das Erste, worauf ich gucke bei Frauen. Das Erste. Wie sind die Lippen? Und hier weiß ich alles. Klar, praktischer Kurzhaarschnitt, Brille, dann aber auch nicer Kajal. So hatte ich meinen Kajalstift auch früher. Zu meinen Social Distortion Hochphasen. Und dann dieser Strichmund, keine Unterlippe, keine Oberlippe, null Lippe, ist für mich schon Swipe Left, oder? Also weg, geht gar nicht. Gucke ich als erstes drauf bei Frauen. Lippen, Mund. So, böser Mund, böser, verbissener Mund, Junge. Wer finanziert hier wen? Ob die wohl nicht gerne bläst, Alter. Nächstes immer Lippen, Mund und dann schnell küssen. Dann wisst ihr schon.
So wie, genau. Kriegt sie den Mund auf oder nicht? Das ist ja wichtig. Weil das ist ja wichtig. Boah, kann ich nicht. Das ist Mike Ness. Das ist Mike Ness. Nice von Tim. Ey, Roggi, du kennst Mike Ness? Das ist ja krass. Du kennst Mike Ness? Das ist ja interessant. Ich dachte, du hörst nur Schlager. Vogelscheuche Nightmare. Allerdings, Junge. So. Ja, Karl Marx Buch für uns Dumme. Mehr müsst ihr nicht wissen. Mehr müsst ihr nicht wissen. I cook the fries, I deserve a Carillion Dollars an hour. Ich musste so lachen. Ich musste so lachen, Alter. Karl Marx, Capital Volume 1. Echt, ey. Make more. Make more. Heul nicht. Ja, muss ich einfach lachen. Muss ich einfach kurz lachen. Dachte ich auch, poste ich vielleicht mal. Mal sehen. Kommt vielleicht noch. Ja, hier einfach so komplett random. Das ist unser Bundeskanzler. Ja, Junge. Exportweltmeister. Wir schaffen, wenn die Deutschen sich einmal unterhaken, dann geht's richtig ab. Ey, wo habe ich das Bild her? Das war Akte, ist ein aktuelles Bild, wo er auf den Iran am Schimpfen war. War auf den Iran am Schimpfen. Wie kann, hat die Fassung verloren. Artikel war irgendwie Welt Online oder was, oder Bild oder was weiß ich. Bundeskanzler, Kopfnusskanzler, Kanzli hat die Fassung verloren, weil im Iran die sich so an ihren eigenen Leuten vergehen. Einem eigenen Volk. Ja. Nicht so wie hier in Almanien, wo jeder alles sagen darf. Jeder, ein freies Land, freiheitlich-demokratische Grundordnung, hier darf jeder alles sagen. Und er hat dem Iran gegenüber die Fassung verloren. Na, jetzt müssen sich die Mullahs aber, jetzt müssen sich die Mullahs aber warm anziehen, weil Kopfnusskanzli die Fassung verloren hat. Könnt ihr euch vorstellen, wie der die Fassung verliert? Ey, what the fuck, I like Mullahs now, Junge. Ja, Junge. Dann hier der Kack. Kennt ihr den noch? Links die Hexe. Links die grüne Hexe. Rechts der Top-Kack von der FDP. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Artikel war. Da wurde irgendwas Kostenloses. 9-Euro-Ticket, irgendwas. Aber Lindner und die Hexe Rot waren stolz zu verkünden, und er hat es, glaube ich, gepostet. Er hat selber gepostet, stolz, oder FDP hat stolz verkündet, es gibt irgendein kostenloses Ticket. Irgendwas, 8 Euro, 9 Euro, 10 Euro, 12 Euro kostenloses Grundeinkommensticket für irgendwas. Und das haben sie gemeinsam erarbeitet und stolz gemeinsam angekündigt. Ist das ein Kack, der Lindner? Ist das ein Kack? Judas! Judas! Du hättest mal besser weitergeballert, Alter. Kulturpass, danke Monique. Kulturpass, ganz stolz. Ja. Kostenlos. Jo, Frauen im Kulturbetrieb. Ey, Kulturbetrieb, Junge. Ja, es ist alles kostenlos. Es ist alles kostenlos. Genau, was war denn noch kostenlos? Es war doch noch irgendwas kostenlos. Kostenfrei oder so. Genau, NPC-Meme. Dann habe ich dem Jan geschickt. Dem Jan Koran. Karon. Der so, was ist NPC? Ich so, hier, bitteschön. Der ist fasziniert. Er ist fasziniert. Paddy Lindner, ja, besser als Christian Lindner. Christian Schneider, auch besser als Christian Lindner.